Ich will Wäsche waschen. Ich will Wäsche waschen. Ich will Wäsche waschen. Aber meine Socken sind alle. Aber letztlich, das Söcklein geht nicht mehr. Ich will die Maschine nur anschmeißen, wenn ich zu Hause bin. Die läuft 5 Stunden. Ja, und deswegen will ich hier, was ist denn hier noch alles? Ja, ein Kirby und so hinten. Was haben wir denn da noch drin? Konsole vom Auto. Hier noch eine Regenjacke, Kleiderbügel. Oh Gott. Leere Tüten. Auf jeden Fall, das will ich auch noch reparieren. Das gehört dahin. So. Das ist nicht mehr gut. Die sind noch gut. Okay, die Socken sind alle. Ich werde die heute anstellen. Ich muss aber zum Zahnarzt. Hoppala. Was ist denn das? Ach ja, das Ding habe ich auch noch auf dem Flohmarkt gekauft. Das hat sozusagen den ersten Test bestanden. Wenn die Bude mal abfackelt und es brennt, dann werde ich hier ersticken, weil ich nicht mehr weiß, wo ich das Ding hingepackt habe. So, guck mal, das ist ein Socken, den kann man noch mal anziehen. Da will ich jetzt nichts zu sagen. Das kann ich auch noch mal anziehen. Den kann ich auch noch mal anziehen. Den nicht. Die sind schon sowieso schon einmal abgeschnuppert. Die habe ich übrigens 30 Stück bei TD gekauft. Stück 20 Cent. XL und XXL. Wohl irgendwie wegen Weltmeisterschaft. Die waren, glaube ich, bei Rewe für 15 oder 20 € wegen Weltmeisterschaft. Und ja, Deutschland. Ja. So, Stück 20 Cent. Da war die gerade am Umlabeln. Da habe ich ihr gefragt, sag mal, wirklich? Ja. Ja, dann nehme ich alle. Ne, früher hätte ich mir so ein patriotisches T-Shirt nicht angesteckt. Aber heute so nach dem ganzen, nach der ganzen. Oh, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, YouTube. Ich habe angekreuzt, was ich alles sagen darf und was ich nicht sagen darf. Habe ich bei YouTube angekreuzt. Keine kontroversen Themen. Ist ja auch egal. Da haben wir noch ein bisschen Tesafilm. Warum das da drin liegt, weiß keiner außer Heiner. So. Den. Naja, ich will ja die Maschine anstellen. Ich habe auch immer nur gleiche Paar Socken. Von Aldi. Von Aldi. Die Baumwollsocken. Reine Baumwollsocken, das sind die besten. Ich habe einmal diese 20 Stück bei eBay gekauft, Tennissocken. Die waren auch recht günstig. Und die waren ein bisschen stramm. Die fand ich immer ein bisschen stramm. Und dann dachte ich, das geht mit der nächsten Wäsche und einmal 100 Grad geht das weg, aber geht nicht. Die habe ich sogar einmal stramm gezogen, dass die hier nicht so eng sind. Aber die sind jetzt bestimmt auch schon 10 Jahre alt und die sind immer noch stramm. Jetzt geht's. Deswegen würde ich immer nur noch Aldi Socken kaufen. Deswegen stimmt meine Aussage ja nicht, dass ich immer nur gleiche Paar habe. Ich habe noch einmal 20 Paar solche. So. Ja, wollen wir es mal nicht so eng sehen heute? Den können wir auch noch. Es kommt immer drauf an. Mir ist das fast egal. Nur wenn man natürlich Schuhe anhat, wo man das sieht. Nach dem Motto, was sollen denn die Nachbarn denken? Hat er denn keine Waschmaschine? Ja, ne, die nehme ich jetzt nicht, weil davon habe ich weniger. Und ich hoffe, Aldi hat demnächst mal wieder schöne Socken im Angebot. Die kaufe ich schon seit 20 Jahren, die Aldi-Socken. So, zack, bumm. Das ist meine Saunaverstärkung. So, jetzt habe ich wenigstens noch mal ein paar schöne Socken. Und spätestens dann müssen wir waschen.